Kann ich irgendwas für Sie tun? Murray, ich möchte gerne das Objekt auslösen, von dem wir gesprochen haben. Sie erinnern sich sicherlich, dass Sie einen gültigen Pfandschein vorlegen müssen. Keine Sorge, den habe ich. Hier. Ja. Er scheint in Ordnung zu sein. Das macht 40 Pfund, Sir. Sagten Sie nicht 35? Oh, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Sicher. Ich hole es sofort für Sie. Wiedersehen. Die Teile sind ineinander eingerastet. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Kann ich mit Ihnen sprechen? Moment bitte. Ja, ich höre. Haben Sie den Film für mich entwickelt? Noch nicht, Gordon. Ich habe zu tun. Kommen Sie später wieder. Ich habe keine Frage an ihn. Wie wär's mit einem Bier, Mr. Gordon? Nein, danke. Vielleicht später. Haben Sie Mark gesehen? Nein, er war noch nicht da. Wahrscheinlich muss er arbeiten. Suchen Sie ihn? Eigentlich nicht. War nur neugierig. Ich möchte nicht reden. Also, Wiedersehen. Kann ich Ihnen helfen? Nein, eigentlich nicht. Danke.
Ich würde dich gerne sprechen, Victoria. Ich fühle mich nicht sehr wohl, Samuel. Bitte entschuldige mich. Ich hoffe, dass Robert meine schlechte Gesellschaft aufwiegt. In Ordnung. Ich komme später wieder. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Wir haben uns schon alles gesagt, was zu sagen war. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Doktor, haben Sie die Fotos für mich gemacht? Ja, ich habe sie drüben auf die Spüle gelegt. Danke für Ihre Mühe. Ich lege die Bilder in Williams Tagebuch. Die Symbole ähneln sich sehr. Nur das Zeichen in der Mitte ist anders. Er hat viel zu tun und ich habe keine Ahnung, worüber wir reden sollen. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Haben Sie Mark gesehen? Er sollte hier auf mich warten. Ja, er war vorhin kurz da, ist aber gleich wieder gegangen. Aber er hat diesen Schlüssel für Sie dagelassen. Danke. Ohne Schlüssel kann ich das Vorhängeschloss nicht öffnen.
Der Gestank von verfaultem Fleisch treibt mir die Tränen in die Augen. Ekelhaft. Menschliche Überreste. Sollten die nicht tief in der Erde begraben sein? Zugeschnürte, blutige Säcke. Die fasse ich nicht an. Die Taschen sind leer, aber ich spüre etwas Hartes auf der Innenseite. Dieser Edelstein ist perfekt geschliffen. Alle Teile passen perfekt zusammen. Die Kirche wurde 1230 erbaut, während der Herrschaft von Markus dem Gnädigen. Möge diese Kirche der Gemeinde Seelenheil und Vertrauen in den Herrn bescheren. Das Licht der Kerzen wird im Bogen reflektiert. Das Gitter ist abgeschlossen. Auf dem heiligen Altar liegt ein Tuch mit goldenen Stickereien. Heilige Schriften, alles Latein. Ich will sie nicht stören. Hier pflegte ich vor so vielen Jahren nach der Heiligen Kommunion zu beichten. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben, aber ich erinnere mich an Sie. Ich möchte Ihnen danken für das, was Sie bei der Trauerfeier gesagt haben. Sie müssen mir nicht danken. Es war das Mindeste, was ich für William tun konnte. Pater, ich möchte mit Ihnen über William sprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Was bekümmert Sie, mein Sohn? Ich weiß, dass er oft hierher kam. Ja, genau wie viele andere Leute, die regelmäßig beichten, um ihre Seelen zu entlasten. Aber ich weiß auch, dass er nachts herkam. Können Sie mir erklären, warum? Nun, da Sie es sind, kann ich es wohl sagen. Er hat mich immer wieder gebeten, ihn in den alten Glockenturm zu lassen. Er war so hartnäckig, dass ich am Ende seine Bitte erfüllt habe. Haben Sie eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Nein, habe ich nicht.
Er wollte alleine sein und das habe ich respektiert. Er blieb immer lange dort. Wenn er ging, war jedes Mal völlig erschöpft. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich habe gehört, dass man vor langer Zeit hier auf dem Dachboden Ketzer hingerichtet hat. Den Chroniken nach fanden die Prozesse genau über der Stelle statt, an der wir jetzt stehen. Ein seltsamer Standort für eine Kirche, finden Sie nicht? Es war Marcus Gordon, Ihr Vorfahr, der die Kirche hat erbauen lassen. Er wollte wenigstens teilweise die Sünden und Ungerechtigkeiten wiedergutmachen, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, er hat den richtigen Weg gewählt. Sehen Sie sich das an, Pater. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ich fürchte, nein. Es ist sehr alt, würde ich sagen. Ansonsten kann ich nichts darüber sagen. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Sagen Sie, Pater, was wissen Sie über Marcus Gordon? Er war einer der großartigsten Männer seiner Zeit, das genaue Gegenteil seines älteren Bruders. Mordred war ein grausiger Antichrist. Er pflegte bei Scheinprozessen Unschuldige zu foltern und zu missbrauchen. Gott sei Dank war er nicht lange an der Macht. Marcus ermutigte die Bauern, sich gegen ihn aufzulehnen. Und es gelang ihnen, ihn zu stürzen. Sie können stolz darauf sein, dass Marcus Blut durch ihre Adern fließt, mein Sohn. Pater, darf ich etwas beichten? Natürlich. Möchten Sie das jetzt machen? Nein, ich meinte später. Glauben Sie mir, so etwas sollte man nicht hinauszögern. Ich komme später wieder, versprochen. Pater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Folgen Sie mir bitte. Ich werde Sie alleine lassen. Ich muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marcus' Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe.